sein. Bevor wir uns vorstellen, möchte ich bitten, dass ich meinen Bildschirm teilen darf gleich, Das sollte damit möglich wir sein. die Präsentation zeigen können. Aber erstmal zu mir. Ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin, also Historikerin beim Zeitzentrum Zivilcourage, habe an der Entwicklung des Konzepts und der Inhalte mitgewirkt und bin sozusagen für Recherche und Inhalte verantwortlich. Und das Praktische machen die pädagogischen Kollegen. Marian. Genau, Marian Spode-Lebenheim. Ich bin als pädagogischer Leiter zusammen mit meiner Kollegin Wiebke Hiemesch hier im Zeitzentrum angestellt und ich leite die pädagogische Arbeit. Wir haben ein Team von 5 pädagogischen Teamerinnen mittlerweile ausgewählt und ausgebildet, die für uns die Workshops machen. Und ich kann was über die pädagogische Arbeit und auch über erste Erfahrungen heute sagen. Vielen Dank. Dann steht das Wort jetzt bei Ihnen. Die Bildschirmfreigabe ist erteilt. Super, Sie müssen danke. das freigeben können. Dann muss es jetzt nur noch klappen. Einen Augenblick. So. Die Maus macht nicht mit. So. Jetzt müsste unsere Präsentation sichtbar sein. Sie auch. Das freut mich. Also, ich möchte jetzt Sie auf eine kleine Zeit- und Erlebnisreise mitführen. Wir zeigen jetzt nicht das Zeitzentrum Zivilcourage, wie wir das sonst in unseren digitalen Führungen machen. Wir gehen jetzt eher auf die Inhalte und die Arbeit ein. Das Zeitzentrum ist, manche werden es erkennen, ist sehr zentral gelegen, mitten in der Innenstadt, gegenüber vom Neuen Rathaus, in einigen Räumen der ehemaligen Volkshochschule. Es ist ein Ort, der jungen Menschen befähigen will, sich aktiv mit Geschichte, Gegenwart und Demokratie auseinanderzusetzen. Eine starke lokale Verankerung und lebensnahe Bezüge sind ganz wichtige Elemente der Vermittlung. Und das sieht man, Maria. Ja. Wir sehen hier das erste Element. Das ist das erste Modul Menschen in Hannover, wie auch der Titel oben links zeigt. Wir sehen da jetzt 45 Würfel mit den Porträts von Personen. Diese Personen kommen aus den verschiedensten Bereichen: Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauer, Profiteure. Wir haben eine ganz große Bandbreite von Menschen dafür ausgewählt. Das ist nicht statistisch repräsentativ. Da sind natürlich verfolgten Gruppen mit dabei. Da sind auch verschiedene Menschen aus dem Widerstand mit dabei. Aber es ist eben eine große Bandbreite. Und der Start der Beschäftigung mit den Personen beginnt hier an diesen Porträtwürfeln. Die sind drehbar. Darauf sind Texte zu lesen. Ein erstes Zitat über die Personen jeweils und dann ein Teaser, wie die Lebensgeschichte so verlaufen könnte. Und das ist eben auch unser erster Zugang, nämlich der biografisch-exemplarische Zugang. Also über die Biografien von diesen Menschen können Jugendliche hier bei uns etwas lernen über die Geschichte und über sich selbst auch mit verschiedenen Fragen, die sich stellen können, die wir ihnen auch stellen. Und alle weiteren Module sind auch als Fragen formuliert bei uns. Und das ist unser erster und wichtigster Zugang. Und der zweite Zugang ist der topografische. Das sieht man hier versinnbildlicht im Übergang zwischen dem biografischen Teil des Zeitzentrums und dem eher topografisch orientierten. Das ist ein sogenanntes Lentikular, also ein Wackelbild der heutigen Bahnhofstraße, verschmolzen mit der damaligen Adolf-Hitler-Straße, wie die Bahnhofstraße von 1933 bis 1945 hieß. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Zeitzentrums, dass wir nicht nur historische Arbeit machen, historische Bildungsarbeit, sondern wir versuchen, diese Kenntnisse über die Vergangenheit mit dem Erleben der heutigen Stadt zu verbinden. Und alle Biografien, also der historische Teil ist Biografien fokussiert, alle Biografien sind ganz fest verankert in der Topografie der heutigen Stadt, sodass man von der Vergangenheit in das Hier und Jetzt, also nicht nur eine Zeitreise machen kann, sondern auch eine Reise in die Orte, die wir heute in unserer Stadt kennen. Jeder Besucher, jede Besucherin bekommt beim Betreten des Zeitzentrums Zivilcourage eine Spurenkarte. Wir sehen hier zwei Spurenkarten von zwei Personen, die wir auch ganz kurz heute nochmal vorstellen wollen, schlaglichtartig. Und diese Spurenkarte, die befähigt dazu,
sich selber eigenständig aktiv durch den Lerner zu bewegen und sich das Wissen über diese Person anzueignen. Es gibt dazu eine Reihe von Fragen auf der Karte, die sehen wir da ja. Die Leitfrage haben wir auch schon gehört, mitmachen oder wir stehen. Ein paar weitere Fragen noch. Wir sehen auch Jahreszahlen. Die Jahreszahlen weisen auf weitere Infokarten innerhalb unserer Chronik hin im Modul Mein Erbe, mit Fragezeichen formuliert. Wir sehen auch noch einen Haltestellen-Schild weiter unten. Das geht dann zum Modul Meine Stadt mit Fragezeichen. Da kommen wir auch noch später drauf zu. Und mit Hilfe dieser Spurenkarte können eben Jugendliche sich das Leben der Person erstmal versuchen zu erpuzzeln, denn die Informationen sind so ein bisschen bruchstückhaft durch die Ausstellung verteilt. Das heißt, entdeckendes Lernen spielt bei uns auch eine wichtige Rolle. Und dieses eigenständige Zusammensetzen von Informationen und auch Nacherzählen teilweise ist eine große methodische Herausforderung. Wie wir die lösen, zeigen wir noch später einmal. Wir fangen an mit dem kurzen Abriss der historischen Informationen zu Hermann Grünspan. Das ist die erste Karte, die auf der letzten Folie gezeigt wurde. Hermann Grünspan ist 1921 in Hannover geboren. Ich muss hier einmal kurz alle Gesichter verschieben, damit ich mein Bildschirm hier bedienen kann. Das Erste, was ich heute Abend von Hermann Grünspan zeigen möchte, wenn die Maus mitmacht, ist die Hörstation am Östraplan, den alle Hannoveraner von der täglichen Fahrt zur Arbeit in normalen Zeiten eigentlich kennen. Unser Östraplan im Modul Meine Stadt ist aber anders aufgebaut als die in den U-Bahn-Stationen. Der ist interaktiv und man kann die Kopfhörer, die man als Besucher, Besucherin bekommt, einstecken in den Plan. Und hier hören wir einmal kurz in die Station für Hermann Grünspan rein. Steintor. Nicht weit von der Haltestelle Steintor entfernt liegt die Altstadt. Doch richtig alt ist hier wenig. Hannovers Altstadt wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört und nach dem Krieg im alten Stil wieder aufgebaut. Der heute beliebte Ballhofplatz ist entstanden, als die Nationalsozialisten die Altstadt sanierten, in der in den 1930er Jahren viele Handwerker und Ärmel. So, es war jetzt nur so ein kurzes Reinschnuppern, Reinhören. Das führt die Besuchenden in die Lebenswelt von Hermann Grünspan ein. Als Kind von relativ armen Eltern in der Altstadt Hannover geboren, aufgewachsen in der Burgstraße. Das moderne Bild zeigt das Historische Museum, das heute an der Stelle von dem Elternhaus von Hermann Grünspan steht. Hermanns Eltern waren aus Polen eingewandert nach dem Ersten Weltkrieg. Ganz typisch, es gab sehr viele Einwanderungen, Zuwanderungen von Juden aus Polen, Russland und der Ukraine um den Ersten Weltkrieg herum und danach Menschen, die zum einen Zuflucht vor Pogromen gesucht haben, zum anderen auch bessere wirtschaftliche Chancen gesucht haben. Und in der Altstadt Hannover lebten ganz viele solche Familien. Es waren auch mehrere Familien in der Nachbarschaft, mit denen die Grünspans verwandt waren. Und hier sehen wir vorne links Hermann in seiner Schulklasse, in der Bürgerschule in der Burgstraße. Er hat diese Schule von 27 bis 1934 besucht. Danach hat sein Vater ihn auf eine Tora-Schule nach Frankfurt geschickt. Dort hat er die Ausbildung aber nicht zu Ende gemacht. Und 1935 hat sein Vater ihn nach Paris zu einem Onkel geschickt. Dort sollte er sich weiter ausbilden und vor allem sollte er sich von dort aus um eine mögliche Auswanderung der gesamten Familie kümmern. Man muss sich auch vor Augen führen, Hermann war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, also genauso alt wie die klassischen Schulklassen, die zu uns kommen. Im Modul Meine Stadt, Fragezeichen, kann man mit einer interaktiven digitalen Karte weitere Informationen zu den Lebensgeschichten der biografierten Menschen finden, ebenso auch für Hermann Grünspan. Hier ein Foto von ihm, angekommen in Paris als junger Mann, sehr mundän, also ein 16-Jähriger würde man sich heute nicht unbedingt so vorstellen. Mir gefällt das Bild persönlich sehr gut. Und auf dieser Karte findet man dann
zu jeder der Personen 5 Orte in Hannover, die unmittelbar mit dem Leben zu tun hatten. Also für Hermann Grünspan ist das Elternhaus, die Schule, der jüdische Kinderhort in der Ohestraße, den er nach der Schule besucht hat, der Hauptbahnhof, von dem aus er auf die Reise geschickt wurde, zum ersten Mal nach Frankfurt, zum zweiten Mal nach Paris über Brüssel. In diesem Modul kann man auch nicht nur diese Lebenswege und Lebensstationen auf der heutigen aktuellen Stadtkarte sehen. Man kann die Ebenen, die Zeitebenen wechseln und Karten aus dem Kaiserreich, aus der Weimarer Republik und aus dem Dritten Reich mit dem heutigen Zustand auch vergleichen, sodass man über die bekannte Stadtkarte noch tiefer in die Geschichte eintauchen kann und noch mehr Dimensionen für die Geschichte erfahren kann. Man kann Straßennamen vergleichen, die sich verändert haben. Ich habe ja vorhin gesagt, die Bahnhofstraße hieß im Dritten Reich Adolf-Hitler-Straße. Ist ja nicht die einzige Straße, die regimekonform umbenannt wurde. Andere Straßen werden heutzutage immer noch umbenannt. Das kann man alles über dieses Modul erfahren. Und hier, wenn man bei Hermann auf einen der Punkte klickt, das ist der eine Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, am Hohen Ufer. Das ist heute das inklusive Restaurant von der Volkshochschule. Und in den 30er Jahren war es das Rusthaus oder der Festsaal des Rusthauses. Das Rusthaus war eine Bildungseinrichtung der NSDAP. Das brauche ich, glaube ich, dem Reichsbanner nicht zu erklären. Sie sind ja historisch bewanderte Menschen. Und in diesem Gebäude wurden die polnischstämmigen Juden Hannovers zusammengefercht am 27. Oktober 1938 und am nächsten Tag, am 28. Oktober, nach Polen abgeschoben worden. Das ging auf einen Streit zwischen den beiden Staaten zurück, um die Zugehörigkeit der ausgewanderten Polen, vor allem der ausgewanderten polnischen Juden. Und diese Aktion traf die Familie von Hermann Grünspan. Seine Eltern und seine beiden älteren Geschwister, die in Hannover zurückgeblieben waren, wurden von dieser Aktion erfasst und wurden praktisch mittellos nach Polen abgeschoben. Die Kinder kannten Polen nicht. Sie waren alle in Hannover geboren. Sie sprachen Deutsch. Sie sprachen meist kein Polnisch, eventuell ein bisschen Jiddisch, aber eher wenig. Und Hermann erfuhr ein paar Tage später in Paris von seiner Schwester, von dem Schicksal der Familie, wie man das hier auf dieser Karte sehen kann, die aufploppt, wenn man auf den Ort in der digitalen Karte geht. Und er war, wie man sich gut vorstellen kann, ein junger Mensch, der Verantwortung tragen sollte für die Verbesserung des Schicksals seiner Familie, hört, es ist ihm was Schlimmes widerfahren. Er ist wutentbrannt losgezogen, hat sich eine Waffe gekauft, ist zur deutschen Botschaft und hat den Erstbesten, der ihn vorgelassen hat, angeschossen. Das war ein Sekretär, den Ernst vom Rath, der 2 oder 3 Tage später gestorben ist. Und die Nationalsozialisten haben diese Tat als Vorwand für die Pogromnacht benutzt. Und so bringt man hannoverschen Schülern und Schülerinnen wirklich ganz nah, dass große Ereignisse auch im Kleinen anfangen können und auch mit getriggert werden können von Menschen wie sie selbst und von Ereignissen, die vor Ort, also in ihrer eigenen Stadt passiert sind. Hier sieht man die Karte, die Hermann nach seiner Tat an seine Eltern geschrieben hat. Meine lieben Eltern, ich konnte nicht anders tun. Soll Gott mir verzeihen, das Herz blutet mir, wenn ich von eurer Tragödie und 12.000 andere Juden hören muss. Ich muss protestieren, dass die ganze Welt meinen Protest hört. Und das werde ich tun. Entschuldigt mir, Hermann. Und seine Tat hat aber genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er als junger und unerfahrener Mensch gehofft hat. Er wurde sofort in der deutschen Presse als Mörder vorgeführt. Die Sprache ist ziemlich heftig in der Presse. Und wir zeigen gerne auch solche Originaldokumente, die Lebenswirklichkeit der Zeit und der Ereignisse und der Personen für unsere jungen Gäste näher zu bringen. Hier das Hannoversche Tageblatt vom Tag nach dem Attentat. Und wir wissen, wozu das
letzten Endes geführt hat, dass die Nationalsozialisten Hermanns Verzweiflungstat als Vorwand für einen Racheakt an allen Juden in Deutschland vorgeschoben haben und in der Nacht vom 9. auf den 10. November die Synagogen in vielen deutschen Städten brannten, wie hier auch das ikonische Bild der hannoverschen Synagoge von der Neustädter Kirche aufgenommen. Und diese Geschichten zu erzählen, ist nicht ganz einfach. Und Marian wird jetzt erzählen, wie wir besondere Methoden gefunden haben, um unseren jungen Gästen da zu helfen. Ja, denn es ist teilweise wirklich eine große Herausforderung, sich eine historische Biografie überhaupt anzueignen, also erstmal kognitiv und narrativ die zu verarbeiten und dann die auch noch produktiv nachzuerzählen. Und da haben wir eine Methode entwickelt, die sehen wir hier, die sogenannten Setzkasten- oder Objektbiografien. Dabei geht es darum, dass wir einen großen Fundus an Mini-Objekten haben. Und aus denen können sich dann Jugendliche Objekte auswählen, um die Geschichte von einer Person nachzuerzählen. Wir haben jetzt hier als Beispiel vielleicht mal im Close-up gleich im nächsten Bild mal für Hermann Grünspan, der übrigens natürlich auch Herschel Grünspan hieß, aber sich selber vorwiegend Hermann genannt hat. Ich habe in Kommentaren gerade gelesen, dass das doch wichtig sei zu betonen. Das machen wir natürlich im Zeitzentrum auf jeden Fall vor Ort. Das wird da erwähnt. Wir haben uns aber aufgrund seiner eigenen Unterschrift als Hermann für die deutsche Schreibweise von seinem Namen entschieden. Wir sehen jetzt hier also 6 Objekte, die wir ausgewählt haben für Hermann Grünspan. Das müssen nicht richtige oder falsche Objekte sein. Da geht es darum, dass es um eigene Assoziationen zu der Person und zur Lebensgeschichte geht und dass es ermöglicht wird, eine eigene Sprache zu finden, um die Geschichte nachzuerzählen. Wir haben in Testreihen gemerkt, dass Schülerinnen und Schüler dazu neigen, die Texte von uns zu reproduzieren, also einfach vorzulesen oder einfach zu übernehmen, was wir schreiben. Wir wollen aber, dass sie selber Geschichte erzählen. Und dazu ist diese Methode ein sehr, sehr guter Weg. Denn wenn dann die Person vorgestellt wird, können die Objekte dazu benutzt werden. Und dann können auch die Schülerinnen und Schüler sagen, warum eigentlich sie die Objekte ausgewählt haben und was es für sie heißt, was es auch für sie persönlich in ihrem Leben möglicherweise heißt. Und das sind die Objektbiografien. Wir haben noch eine weitere Person, die wir gerne vorstellen möchten, bei dem ich jetzt mal kurz, und zwar Lina Hillebrecht. Wir sehen hier wieder ihre Spurenkarte und das Modul Meine Stadt mit Fragezeichen. Auch bei ihr gibt es, wie bei Hermann Grünspan, wieder 5 POIs, also 5 Points of Interest mit ihrer Lebensgeschichte, die in Hannover zu verorten ist. Wir haben hier beispielhaft den ersten POI rausgenommen. Das ist die Fannystraße in Linden, der jetzt aufgeht. Da ist sie aufgewachsen, da hat sie gelebt. Das war eine sehr einfache Arbeiterinnen-Gegend, auch als das Rote Linden damals bezeichnet, wurde ja auch relativ spät erst eingemeindet in Hannover. Da ist sie aufgewachsen und sie musste auch wegen sehr einfachen Verhältnissen und auch wegen einer relativ großen Armut schon früh als junge Frau mithelfen zu arbeiten, hat also als Näherin dann gearbeitet, und zwar in der Continental. Continental, die große Fabrik, wir sehen hier ein Plakat, die natürlich vorwiegend für Reifen auch heute noch bekannt ist, die damals aber kriegswichtig in der Produktion war, nicht nur mit Reifen, auch mit Schläuchen und mit anderen Dingen, unter anderem auch Gasmasken. Wir sehen links nochmal ein Foto von der heutigen Wasserstadt, das ist Areal des damaligen historischen Werksgeländes von der Continental, davor die Excelsior Gummiwerke. Da hat sie gearbeitet als Näherin und hat was dazu mitverdient. Und sie hat auch gearbeitet als KZ-Aufseherin. Und darum haben wir sie auch ausgewählt für eine von 45 Personen bei uns in der Ausstellung. Denn sie ist als KZ-Aufseherin auch zur Täterin geworden. Wir haben hier eine Aussage von ihr selbst, wo sie sagt, sie war bei der Continental beschäftigt gewesen und hat dann im Juni 1944 sich freiwillig gemeldet, ist eingetreten in die SS, um dann eben KZ-Aufseherin zu werden. Sie war zuerst in Ravensbrück für eine einwöchige Ausbildung und ist dann versetzt worden nach Magdeburg und schlussendlich ins KZ Limmer, ein Außenlager vom KZ Neuengamme bei Hamburg, hier in Hannover, und hat dann dort als Aufseherin gearbeitet. Wir haben noch eine weitere Aussage von einem Gnadengesuch von einem Vorarbeiter von ihr, der bestätigt diese ganze Geschichte und sagt auch, wie das abgelaufen ist. Nämlich die SS kam also mehrere Male in den Freizeitraum bei der Continental und hat eben dort mit Veranstaltungen, Versammlungen versucht, Frauen anzuwerben für diese Tätigkeit. Das hat eben Lina Hillebrecht getan. Und dann sehen wir hier noch ein Foto von der Stiftung Brandenburg Denkstätten vom KZ Ravensbrück. Das war so ein Ausbildungs-KZ für KZ-Aufseherinnen. Diese ganze Geschichte, dass es Ausbildungs-KZs gab, dass Frauen, wie wir hier sehen bei einem Besuch von Himmler 1940 in Ravensbrück, dass Frauen in der KZ waren, im KZ waren als Aufseherin,
ist für viele Schülerinnen und Schüler unbekannt und irritiert und schockiert die auch sehr. Unter Gender-Aspekten ist es ein spannender Punkt, deswegen haben wir sie auch ausgewählt, dass Frauen eben auch Täterinnen waren, denn das entspricht nicht dem Bild, was wir normalerweise von Frauen in der NS-Zeit haben. Also der Mutter am Herd, die sozusagen das Essen für den Soldaten bereitet und die Kinder auf dem Arm hat dabei. Deswegen haben wir sie ausgewählt und deswegen ist es auch sehr, sehr lohnend, ihre Lebensgeschichte zu thematisieren in Workshops mit Schulklassen. Wir sehen jetzt hier nochmal ein historisches Foto vom Bergsgelände von der Continental. Diagonal, so schräg durchs Bild, läuft der kleine Abstiegskanal mit noch mit diversen Bombeneinschlägen darum herum. Dann das Hauptgelände der Continental direkt zentral im Bild. Und mit dem weißen Pfeil sehen wir das KZ Limmer, ein Außenlager-KZ von Neuengamme, wie gesagt. Da waren so ungefähr 1000 Frauen als Häftlinge interniert und mussten Zwangsarbeit für die Continental leisten. Und das hat eben, dieses KZ hat eben Nina Hillebrecht als Aufseherin beaufsichtigt. Wir haben jetzt hier noch ein weiteres Bild, das ist ein sogenanntes Signalbild, weil das haben wir großformatig bei uns in der Ausstellung hängen. Und da können wir auch erstmal überhaupt mit Schülerinnen auch fragend arbeiten. Also dann fragen wir eigentlich, was seht ihr da? Machen eine klassische Bildbeschreibung und was fällt euch auf? Und dann kommen wir relativ schnell dazu, die Frauen tragen Gürtel, die Frauen haben teilweise frisierte Haare, sie tragen Kopftücher, sie haben Schuhe an. Dann sind vielleicht schon einige irritiert und kommen wir darauf, dass das also irgendwie komisch ist, weil all diese Sachen, darauf kommen wir natürlich dann auch, die gab es nicht während der Haftzeit. Das heißt, das Foto ist nach der Befreiung entstanden. Und dann können wir natürlich darüber reden, was waren Bedingungen im KZ, wie haben die Menschen dort gelebt, wie ging es den Häftlingen, welche Rolle hatten die Aufseherinnen und was da so passiert. Darüber kommen wir also mit diesen Bildern auch ran, an diese Geschichten. Und wenn wir jetzt nochmal weitergehen, dann kommen wir zurück zu Lina Hillebrecht. Da sehen wir hier ihren Haftbericht. Wir sehen, dass sie eben an der Nähmaschine gearbeitet hat. Wir sehen ihre Personendaten und so weiter, alles. Denn sie ist verhaftet worden. Sie ist zwar geflohen, 45, hat sich versucht zu verstecken, wurde aber durch Zeugenaussagen von Häftlingen und von anderen dann schließlich entdeckt und auch festgenommen. Wir haben dann Zeugenaussagen von ehemaligen Häftlingen gefunden, die alle aussagen oder mehrere sagen aus, dass sie eben Frauen geschlagen hat, dass sie also eine sehr brutale Aufseherin war, die auch ihre Häftlinge schikaniert hat und mehrfach geschlagen hat. Und wegen dieser ganzen Vergehen wurde sie dann auch verurteilt zu einer 10-jährigen Haftstrafe, die sie allerdings dann, wie leider viele, die verurteilt wurden, nach der Hälfte, also nach 5 Jahren, vorzeitig entlassen wurde, also aus der Haft entlassen wurde und nicht absitzen musste, komplett vollständig. Das zu Lina Hillebrecht als historische Geschichte einer Täterin. Wir haben noch eine letzte Methode, die wir gerne ganz kurz einmal vorstellen wollen, dann kommen wir gerne natürlich noch zu Fragen, und zwar unser sogenanntes Widerstandsometer. Wir machen das als Abschlussmethode der Beschäftigung mit den historischen Biografien, dass wir eine Skala aufmachen, von Mitmachen bis Widerstehen. Und dann ist es die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, ihre Person, die sie für den Workshop bekommen haben, auf diese Skala zu verorten. Also wo würde ich meine Person einordnen? Eher beim Mitmachen oder eher Widerstehen? Das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Bei Lina Hillebrecht ist es relativ einfach, da sie als KZ-Aufseherin klassischerweise eine Täterin war. Also ist sie eher beim Mitmachen einzuordnen. Dann haben wir jetzt nochmal zum Beispiel Bernhard Rust, der ja Gauleiter war. Unter anderem, den würden wir vielleicht oder den würden Schülerinnen vielleicht noch mehr beim Mitmachen einordnen. Dann hatten wir eben noch von meiner Kollegin Idell Hermann Grünspan mitbekommen, den würden wir im Widerstehen einordnen. Oder Schülerinnen ordnen ihn auch dort ein. Dann haben wir zum Beispiel noch Annette Weil, die als Häftling im KZ Limmer war, die direkt zur Verhaftung und zur Verurteilung von Lina Hillebrecht mit beigetragen hat mit ihrer Aussage. Die würden wir, auch weil sie in der Resistance war in Frankreich, auch beim Widerstehen einordnen. Und dann haben wir aber auch noch zum Beispiel Ursula Blankenburg, die als kleines jüdisches Mädchen mit einem Kindertransport nach England kam. Und da kommen wir an diese Grenzen auch von unserer Skala. Und das wollen wir bewusst auch erreichen in der Diskussion. Mitmachen, widerstehen, geht überhaupt diese Frage für alle Personen, mit denen wir uns da beschäftigen. Denn dieses kleine Mädchen hat natürlich keine Handlungsspielräume gehabt in der Zeit. Die wurde auf einen Zug, auf ein Schiff gesetzt und einfach nach England gebracht. Da konnte sie nicht viel machen. Und das führt aber zu einer sehr produktiven Diskussion über eben diese Handlungsspielräume, über die Leitfrage und wie wir diese Personen denn aus heutiger Sicht möglicherweise bewerten können und einordnen können. Es wurde anfangs die Frage gestellt nach unseren bisherigen Erfahrungen in den anderthalb Monaten, die wir geöffnet haben. Wir haben auch vor der Eröffnung schon Workshops
ausprobiert. Wir haben sogar, bevor die Ausstellung überhaupt eingebaut war, haben wir in einer fotokopierten Ausstellung, haben wir die allerersten Probeläufe in der guten alten Vor-Corona-Zeit gemacht. Also in ganz normaler Präsenz, ganz eng mit den jungen Leuten zusammengesessen und gearbeitet. Wir haben auch Outdoor-Workshops ausprobiert. Aber das letzte Jahr hat dazu geführt, dass wir zunehmend uns aufs Digitale verschlagen mussten. Und auch bevor das Seitzentrum eröffnet hat, sind mehrere digitale Workshops durchgeführt worden. Marian, ich glaube, du hast gesagt, es sind inzwischen 12 Workshops digital, komplett digital durchgeführt worden. Genau. Da gibt es zum einen das klassische Thema, das wir auch in echt, in Präsenz anbieten. Mitmachen oder widerstehen, Handlungsspielräume damals und heute. Und ein Workshop, der extra nur online entwickelt wurde in der Corona-Zeit zum Thema Rechtsextremismus, Ideologie und Erscheinungsform. Das klingt wahnsinnig theoretisch. Und ich glaube aber, dass unsere Pädagogen und Pädagoginnen das sehr spannend und schön umgesetzt haben. Es war leider noch nicht möglich, dass wir Mitarbeiter alle einen Workshop mitmachen konnten. Aber die Jugendlichen, die da mitgemacht haben, sind wohl sehr zufrieden gewesen. Und es gab sehr positive Berichte von den Lehrern, dass das anregend und anders war als das, was man so üblicherweise in dieser Form von Arbeit erlebt, auch gerade durch dieses persönliche und sehr stadtorientierte Art zu arbeiten, setzen wir einfach einen anderen Fokus als viele andere Einrichtungen. Man kann uns vielleicht demnächst sogar in echt besuchen. Man macht sich jetzt Hoffnung bei den Zahlen, aber bis das möglich ist, sind wir immer noch auch online auffindbar und da kann man noch eine Menge weiteres über uns nachlesen. Man kann uns auch, also hier ganz links ist unsere Webseite, die Handydarstellung. Wir sind auf Instagram und auf Facebook. Da kann man auch verfolgen, was uns so beschäftigt, welche Gedenktage wir gerade begehen. Es werden immer mal kleine Schnipsel aus dem Zeitzentrum auch vorgestellt und auch kleine Infos über Workshops, die gerade laufen. Und wir freuen uns, also es ist einerseits aufregend, aber wir freuen uns auch sehr darauf, dass wir vielleicht solche Vorträge demnächst auch in unseren Räumlichkeiten halten können und Gäste dann im Anschluss zu einer gemeinsamen Begehung und zum Gespräch vor Ort einladen können. Und jetzt können wir die Präsentation beenden und zur Diskussion übergehen.